Eieiei, jetzt mal was nicht so Erfreuliches. Man muss hier immer mitdenken und immer aufpassen. Mein lieber Freund, ich erzähle euch gleich eine Geschichte an einem etwas ruhigeren Ort hier. Ich habe gerade eine Stunde an diesem geilen Teil hier rumgemacht. Und ich hatte in den letzten Wochen immer Rückenschmerzen, wenn ich damit gefahren bin, längere Strecke. Und ich habe jetzt eine Erklärung dafür gefunden. Das werde ich euch gleich mal in Ruhe erklären. Und warum ihr, wenn euer Fahrzeug aus dem Service kommt, immer noch mal gucken müsst, ob auch alles wirklich so ist, wie es sein soll. Hammer Story. Gleich geht's weiter. Und zwar habe ich gedacht, ah ja gut, ich müsste das Quad jetzt mal wieder hier ein bisschen einstellen, habe sauer gemacht, habe die eine Bremse ein bisschen nachgezogen, die quasi fest, die Handbremse, mit der man auch bremsen kann, aber die hauptsächlich dafür da ist, dass das Ding am Hang nicht wegrollt. Ne? Die muss man mal wieder nachziehen, sonst wird die locker und dann hält er nicht mehr richtig. Das habe ich gemacht, ne? Und dann habe ich gedacht, ey gut, der wird ja jetzt ein bisschen Luft verloren haben hier bei den Reifen. Der war in der Inspektion vor so 300, 400 Kilometern, genau. Und dachte so, ja, ist ja jetzt auch wärmer geworden, checke ich nochmal den Luftdruck. Ne? Ich habe so ein geiles Luftdruck-Ding mit Akku, also das kann ich anschließen und kann halt aufpumpen mit so einer Powerbank sozusagen. Super komfortabel. Und im Auto hinten haben wir nochmal so eine Fußpumpe. Die sollte man auch hier immer im Auto haben, sowas. Weil ihr seht es hier, wo ich hier stehe. Ich stehe hier in so einer, das ist jetzt keine offizielle Straße, noch nicht. Aber ich kann hier mit dem Quad halt super gut hochfahren. Aber hier wird viel gebaut und man fährt mal durch einen Nagel oder durch eine Schraube, hatten wir ja auch schon. Und dann kann man halt mit so einer Fußluftdruckpumpe, die immer funktioniert, da ist dann der Akku auch nie leer, dann auch schnell mal den Reifen nochmal aufpumpen, kann gucken, verliert er viel Luft oder nicht. Und dann kann man sagen, okay, er verliert nur ein bisschen Luft, dann fahre ich noch bis zur nächsten Werkstatt und lasse halt den Reifen reparieren. Das hatten wir einmal. Hat sich sehr bewährt mit dieser Pumpe. Ich habe auch schon mal einer Bekannten damit an der Schule den Reifen aufgepumpt und die ist dann auch zur Werkstatt gefahren. Also sowas immer im Kofferraum haben, kostet 25 Euro oder so, habe ich von vergölzt oder so, weiß ich nicht, ja, und online bestellt. Gut, egal, ich habe das Quad sauber gemacht, ich habe die ganzen Dinger mal ausgeräumt und jetzt ist es wieder schön sauber, die Bremse eingestellt, alles prima und jetzt, na gut, schließe dieses Luftdruckding da an, ne, und ja, komisch, guck auf den Reifen, da steht 5 PSI, soll ich ihn aufpumpen, ja, und das ist mein Luftdruckgerät zeigt mir ein, irgendwie 25 PSI. Ich so, hä, ist da ein Komma weg? Ich brauche ja manchmal schon eine Lesebrille. Stell um auf KPA, auf Bar. Und so, hä? Ist doch merkwürdig. Ich habe alle 4 Reifen getestet. Und alle Reifen hatten so weit über 20 PSI, ja. Und, ja, komisch. Also, in Bar umgerechnet waren das dann zwischen 1,1 und 1,5 Bar, die Reifen, je nachdem, welchen ich gecheckt habe. Ja. Und ja, ne, im Auto hat so 2 bis 3 Bar, normaler PKW, da habe ich mir jetzt nichts bei gedacht. Und dann gucke ich nochmal auf die Reifen, 5 PSI ist empfohlen. Gut, google ich das Ganze über mein Handy, ChatGPT gefragt, was ist denn der normale Druck von einem Quad? Und der durchschnittliche Druck von einem Quad ist 0,4 Bar. Und da war, bei dem einen Reifen war 1,5 Bar drauf, ne? Das hier hat 0,35 Bar. Also, egal, ich bleib mal bei PSI. Also, da war der 5-fache Druck drauf, auf allen 4 Reifen, 4- bis 5-fache Druck, als empfohlen ist. Da hat dann bei dem Service, wo wir den hatten, hat wahrscheinlich der Praktikant oder der Lehrling oder so, hat gedacht, ey, der Traktor davor, der hat ja auch so viel, machen wir mal so viel rein. Und ich fahre hier seit Wochen rum, mir tut andauernd der Rücken weh. Ich komme von irgendeiner Tour, was weiß ich, 15 Kilometer nach Alanya rein, wieder zurück und denke mir so, boah, mein Rücken tut weh. Musste immer über diese Schulpoller fahren. Die haben immer solche Erhebungen bei der Schule, wo es so hoch und runter geht, damit man nicht so schnell fährt. Du fährst mal irgendwie durch ein Loch und so. Und ich dachte schon so, boah, ich bin alt geworden, mir tut andauernd der Rücken weh. Ja, kein Wunder, dass mir der Rücken weh tut, wenn das der 4- bis 5-fache Druck ist auf den Reifen. Ja, ich habe den jetzt, ich konnte den mit dem Gerät natürlich auch die Luft nicht aus dem Reifen holen, ja, weil das kann nur aufpumpen und nicht rauslassen. Und da musste ich hier mit dem kleinen Schlüssel vor meiner Box hier, die da oben drauf ist, musste ich dann erstmal das Ventil eindrücken, musste erstmal alle Reifen ablassen, die Luft, musste es dann wieder auf 0,5 Bar, also 5 PSI alles aufpumpen, ja. Und jetzt fährt sich das Ding wieder wie eine 1.
bin eben durch die Schuldinger gefahren, bin durch Löcher gefahren und so. Ja, kein Wunder. Also das ist halt so. Und das ist wieder mal so typisch hier, ja, dass die Leute, manche Leute arbeiten hier total super, ja. Und du musst aber allen eigentlich immer auf die Finger gucken, ja. Gerade dann Leute, die dann so im Lehrlings-Dingsbums sind oder nur Aushilfen und so, die haben echt keine Ahnung. Und in Deutschland kann sowas auch passieren. Ich habe das nämlich auch mal gehört. Da heißt es ja auch immer, bitte checken Sie nochmal alle, wenn du dir den Reifen hast wechseln lassen, alle Radmuttern, wenn du zu Hause bist und ziehst nochmal nach. Das liegt nicht daran, dass sie schlecht arbeiten, sondern es liegt daran, dass die Menschen vergessen, die Radmuttern festzuziehen. Das steht in jeder Rechnung drin. Bitte checken Sie selber nochmal die Radmuttern, damit die nicht haftbar gemacht werden, wenn du nach Hause fährst und dir fällt das Rad ab. Ne? Also das ist schon mal heftig. Ich hatte aber nichts wechseln lassen. Also ich konnte jetzt nicht testen. Ja, vielleicht soll ich es doch mal machen. Mal gucken. Ja, aber ihr müsst immer gucken, ja, wenn ihr irgendwas im Service hattet, ist es wirklich so, wie es sein soll. Und gerade sowas muss man hier doch ein bisschen Auge drauf werfen, dass das hier gut läuft. Ja, aber wie geil ist das hier? Ne? Ich bin jetzt einfach eine Straße hier reingefahren. Der hat auch ein etwas schöneres Auto hier. Eine Straße reingefahren, die noch gar keine Straße ist. Und kann jetzt hier durch. Wenn ich hier vorne rechts fahre, komme ich wieder auf die normale Straße. Und ja, kann weitermachen. Ja. Und Leute, die hier irgendwie ein schönes Auto haben oder so Geländewagen, jeepmäßig, die können halt auch hier so rumdüsen. Ne. Sowas ist geil, aber sowas ist halt sau teuer. Ne. Also ich finde, ich kann nur jedem empfehlen, diese Kombination aus einem so ein Geländeding hier und normales Auto, das ist echt eine super Sache, ne? Weil das ist niemals so komfortabel wie ein Auto. Es ist einfach so, ja. Es ist aber geil und macht halt Spaß und bei dem Wetter auf jeden Fall, ne? Und hier hat man wieder diesen Effekt, wenn man von, das ist die Atatürkstraße da unten. Das ist jetzt hier, sieht im Weitwinkel weiter aus, als man denkt. Das sind jetzt hier zu Fuß vielleicht 4 Minuten, ja. Mit dem Quad eine halbe Minute. Aber hier, hört mal, wie es hier ist. Es ist still. Hier ist gar nichts. Und wenn ihr ein bisschen da hochfahrt, es ist einfach traumhaft. Ne? Also wenn ihr die Ruhe haben wollt, Alanya, einfach ein Stückchen die Straße hoch. Ne? Und dann ist es ruhig. Bei uns nachts auch total ruhig. Und wenn ihr mehr Highlife haben wollt und viel zu Fuß machen wollt, dann geht da runter. Aber dann ist es natürlich auch lauter. Da habt ihr mehr Straßenlärm und Autos und so. Und ja, ich fliege ja dieses Jahr auch nochmal nach Dubai. Da wird es auch wieder ein Kulturschock werden mit Lautstärke. Da ist es tatsächlich immer sehr, sehr laut und das ist total belastend, wenn es immer so laut ist für mich. Naja, aber eine Woche halte ich das aus. Dafür gibt es da leckeres Essen. Ne? Bis bald.